Als sie die Tür zu seinem Zimmer öffnete, lag er in seinem Bett und schlug sich selbst auf die Wangen. Hatte er etwa doch nicht nur die Pusteln? War vielleicht doch irgendwas mit seinen Nerven? Sie hatte ja schon das eine oder andere in diese Richtung gehört. Manchmal war es eben nicht immer nur das, was man sieht, sondern auch ein bisschen mehr. Oder sogar viel mehr. Wie dem auch sei, sie hob ihren Sohn aus dem Bett und stützte ihn bei seinem Weg ins Bad. Doch was er dort bot, bestätigte ihre Vermutung. Er musste gar nicht. Er stand vor der Kloschüssel und drückte und drückte. Doch nichts floss, nicht mal ein paar Tropfen kamen. Entnervt drehte sie die Augen. Zurück im Bett, ein Blick aufs Handy. Nicht einmal eine halbe Stunde war vergangen. Wie sollte Ringo diese Nacht nur herumbekommen? Er konnte ja ein bisschen auf seinem Telefon herumspielen. Er hatte gehört, dass das Display mit seinem bläulichen Schimmer die Leute am Einschlafen hindern würde. Das war immerhin eine Möglichkeit. Fortsetzung folgt.